Scylla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 210. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa. Die ebenfalls Hallo sagt und euch herzlich begrüßt. Und bei mir ist natürlich Alexander Hoaxmaster. Ja, und die Hoaxmistress hat auch dieses Mal wieder eine schöne Geschichte für euch vorbereitet. Und auf diese Geschichte will ich euch gar nicht länger warten lassen. Der Woche. Für alle Leute, die sich damals 2006 geärgert haben, als Pluto nicht mehr als Planet eingestuft wurde, sondern in die eigens dafür geschaffene Klasse der Zwergplaneten, hält das Jahr 2018 gleich zu Beginn eigentlich eine wunderbare Nachricht bereit, nämlich, dass diese Klassifikation von der Internationalen Astronomischen Union wieder zurückgenommen worden ist. Pluto ist wieder ein Planet. Konnten wir in den sozialen Medien lesen, also zum Beispiel der Alternativ-Account des Yellowstone National Park hat das vertwittert am 29. Januar, dann eine Seite namens Untold Universe hat das weiter verbreitet und unter Fans von Pluto verbreitet sich natürlich diese wunderbare Nachricht wie ein Lauffeuer und wir können alle aufatmen. Na, ob ich über die Brücke gehe, die du mir hier jetzt gerade hinstellst. Das musst du entscheiden. Durchgeboxt, dass da kein Planet mehr ist. Aber das klären wir dann natürlich am Ende der Sendung auf und ihr könnt bis dahin, wahrscheinlich tut ihr das jetzt schon panisch googeln, ob die Hoaxmistress euch Quatsch erzählt hat oder nicht. Thema der Woche. Ja, in der vergangenen Woche, wenn wir jetzt auf das heutige Datum schauen, wenn die Folge veröffentlicht wird, gab es ein bisschen Aufsehen, was das Thema Raumfahrt angeht, nämlich die Falcon Heavy Rakete des amerikanischen privaten Unternehmens SpaceX, dessen Geschäftsführer oder Inhaber ja Elon Musk ist, ist erfolgreich gestartet und hat einen roten Roadster der Marke Tesla dann am Ende als seiner Marke Tesla ins Weltall ausgebracht. Er hätte auch einen Aluminiumblock nehmen können, das fand er ein bisschen langweilig. Und wir haben diesen Start der Falcon Heavy Rakete mal zum Anlass genommen, einen Interviewpartner uns zu suchen, der sich mit dem Thema Raketen und Raumfahrt auskennt und haben mit dem mal ausführlich über die Bedeutung des erfolgreichen Starts der Falcon Heavy gesprochen, aber grundsätzlich auch mal ein wenig den Blick auf die Raketenraumfahrt oder ja Raketen generell geworfen und dabei ist ein, wie wir finden, sehr, sehr schönes, sehr interessantes Interview herausgekommen. Und ich würde sagen, hören wir jetzt einfach mal rein, Alexa, oder? Genau, viel Spaß euch. Bei uns zu Gast heute Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo Frank. Hallihallo Alexander und Alex und Alexa oder wie auch Hallo. Immer. Genau. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt wird der ein oder andere eventuell sagen, Frank Wunderlich-Pfeiffer, warum ist der in der Sendung und warum erzählt er was zu Raketen? Vielleicht magst du ganz kurz mal sagen, wer du bist, was du so machst und warum Raketen ein Stück weit dein Thema ist. Ja, also ich mache seit 2,5 Jahren, mache ich tatsächlich einen Podcast, den Countdown-Podcast über Raumfahrt und bin ungefähr genauso lange jetzt auch Journalist. Ja, das ergab sich dann irgendwie nach dem Studium so, weil weiter hat sich nichts gefunden und ich habe mich mit Raumfahrt eine geraume Zeit auseinandergesetzt. Ich habe damals die Starts von den beiden Mars-Rovern, beispielsweise Spirit und Opportunity, habe ich damals live gesehen, als Video im Internet und Livestream im Internet noch eine ganz spezielle Sorte war. Also so 160 mal 120 Pixel, das war damals schon hohe Qualität. Und so kurz vor dem Start hatte man dann immer das Problem, dass die große Chance bestand, dass die Verbindung zusammenbrach, weil die Server überlastet waren und so weiter und so weiter. Also ja, Geschichten vor dem Krieg. Wir haben jetzt ein Digitalministerium in Deutschland seit geraumer Zeit. Das ist ja jetzt alles super. Ja, ja. Also inzwischen kann man ja Streams, also YouTube läuft relativ stabil. Also
Ob es jetzt am Ministerium liegt oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Im Vergleich zu damals ist heutzutage alles super. Ja, damals war aber auch nicht alles schlecht, das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, ja. Ganz kurz nochmal zum Countdown-Podcast, werden wir natürlich verlinken bei uns auf der Homepage und dann auch in den Shownotes. Und den machst du ja nicht alleine, den Countdown-Podcast, sondern den machst du mit Christopher von der Maiden zusammen, genau. Der ja dem einen oder anderen aus der einen oder anderen Produktion eventuell auch bekannt ist. Und also das nochmal als Empfehlung. Kulturpessimisten. Wir haben zusammen die Märchen von übermorgen gemacht, Raumpatrouille Orion. Ja, Orion-Podcast, ja. Ja. So ein Kram halt. Jo. Genau, also du bist Journalist. Genau, damit verdiene ich meine Brötchen als Journalist, ja. Genau, und schreibst über Raketen. Jetzt würde man aber sagen, kann das jeder? Du hast aber auch so von deinem Ausbildungshintergrund auch so etwas, was man für dieses Thema halbwegs gebrauchen kann, oder? Ja, also ich habe mal eine ganze Zeit lang Physik studiert und Wirtschaftsingenieurwesen. Da habe ich dann auch mal einen Abschluss gemacht. Zur Abwechslung, ja. Bei der Physik dann nicht, bei oder? Bei der Physik leider nicht, nein. War das Problem einfach, dass ich beim Physikstudium parallel sowohl lernen als auch Physik lernen musste. Und weil irgendwie so in der Schule nicht so richtig hingekriegt mit dem Lernen. Da habe ich nur das Wissen lernen gelernt. Und ja, wie es halt manchmal so läuft. Warst du damals schon trotzdem fasziniert von der Raumfahrt oder ist das tatsächlich erst durch die Mars-Mission Spirit Opportunity gekommen, als du diese Livestreams dir angeschaut hast? Die hätte ich ja gar nicht gefunden, wenn ich da nicht ein ernsthaftes Interesse gehabt hätte damals. Mhm. Ja, stimmt auch wieder. Ja, da war das Auffinden wahrscheinlich schon Teil des Abenteuers, ne? Ja, ja, so ungefähr. Also, ja, war halt so. In der Schulzeit. Wir nehmen diese Episode jetzt am Donnerstag, 8. Februar auf und stehen zumindest alle irgendwie noch gemeinsam unter dem Eindruck des Ereignisses vom 6. Februar, nämlich dem Start der Falcon Heavy Rakete der Firma SpaceX. Darüber wollen wir natürlich nachher auch noch sprechen. Das ist der eigentliche Grund, aber ich würde den Bogen noch ein ganz kleines bisschen erstmal größer spannen und nochmal mit dir als Experten ein bisschen grundlegend über Raketen und Raumfahrt sprechen. Und meine Einstiegsfrage, die ich mir mal so ausgedacht habe, ist, warum ist es schwer, eine Rakete ins All zu bekommen, beziehungsweise ist es eigentlich schwer, eine Rakete ins All zu bekommen? Das ist genau die richtige Frage und die Antwort ist nein. Also so im Prinzip, also jetzt... klar, alles, was irgendwie eine komplexe Operation ist, ist irgendwo schwierig. Mhm. Aber es ist jetzt keine phänomenale Operation, keine neue Dimension an Schwierigkeit, eine Rakete zu bauen, die ins Weltall zu bekommen, im Vergleich zu ziemlich allem anderen. Also ich glaube, es steckt, wenn es sein muss, eine ganze Menge mehr Gehirnschmalz in dem Computer, der hier vor mir steht, als in so einer Rakete. Weil also das heißt, Rocket Science ist nicht wirklich Rocket Science. Ist eigentlich nicht Rocket Science, ist das der Weisheit letzter Schluss? Ja, also ich meine, die ersten Raketen sind so in den 50er Jahren ins Weltall geflogen, ne? Sputnik 57. Und so langsam aber sicher sollte man doch mal sagen, okay, gut, ja, das ist eine Technik, die gibt's jetzt, man kennt so die Grundlagen, klar, irgendwie das letzte bisschen rauszuholen, das ist dann manchmal immer noch etwas schwieriger, aber so, dass die grundlegende Tatsache, okay, wir bringen jetzt hier irgendwas ins Weltall, das reißt die meisten Leute jetzt nicht mehr so viel vom Hocker und das ist auch völlig, völlig in Ordnung und völlig berechtigt, wenn man dann sagt, Leute, geht mir weg, das ist gar nicht so spannend, weil, was soll das, ne? Das ist nicht mehr das Problem, das ist nicht mehr die Herausforderung. Sondern? Was ist die Herausforderung dieser Tage? Die Herausforderung ist praktisch, das Ganze irgendwie nützlich zu machen, beziehungsweise erstmal wieder aus dem Jammertal der 90er Jahre rauszukommen. Weil Raumfahrt war halt eigentlich ein Phänomen vom Kalten Krieg. Aber wenn jetzt das Grundprinzip der Raketenphysik nicht so kompliziert ist, dann würde das ja bedeuten, im Prinzip nimmst du eine Metallröhre, packst da ordentlich Treibstoff rein, der sich dafür eignet und schießt das Ding hoch.
trotz allem ist es ja, auch jetzt, wenn wir uns auf Falcon Heavy mal den Blick schon mal werfen, dann doch auch immer etwas Besonderes, wenn so eine neu konzipierte Rakete, ob die Falcon Heavy so wirklich richtig, richtig neu war, können wir auch nochmal drüber sprechen, startet und die fliegt dann sind alle furchtbar glücklich. Wie passt das zusammen? Also warum ist es dann doch immer noch kitzelig, ob dann letztendlich ein Produkt wirklich ins Weltall fliegt? Oder ist das dann eben das Besondere versus die grundsätzliche Mechanik ist relativ einfach? Naja, stell dir vor, du baust, irgendein Hersteller baut neues Auto. Irgendeins. Mhm. Und die bauen das allererste davon. Sind die sich dann sicher, dass das sofort anspringt? Ja, okay. Ob dann wirklich alles sofort läuft, so wie es soll? Läuft dann wirklich alles? Also eigentlich nie, ne? Probleme gibt's dauernd. Ja, ne, und Raketen werden halt extrem wenig gebaut. Ariane 5 fliegt 6-mal im Jahr, so plus minus. Und irgendwie so alle 2 Monate wird dann mal ein Motor gebaut für das Ding. So Vulkan-Triebwerk oder HM7 oder sowas. Und unglaublich niedrige Produktionszahlen. Wenn du so so bei Autos so in den absoluten Luxusbereich reingehst, so Bugatti Veyron, schnellstes zugelassenes Auto der Welt, ne, dann kommst du immer noch so auf 40 oder so pro Jahr, die da gebaut werden. Und das ist schon totale Handarbeit. Und dann sagt auch jeder, naja, ist ja klar, dass das Ding so teuer ist, weil wird halt so von Hand zusammengeklöppelt. Bei den Raketen ist das alles noch viel, viel schlimmer. Was halt auch der Grund ist, warum die Preise so hoch sind. Und dazu kommt dann noch eine ganze Menge Politik dazwischen. Wer macht das eigentlich? Wer baut die Raketen? Wer baut so Raketen? Also, wenn wir mal ganz kurz sagen, wer entwickelt Raketen, dann muss man heutzutage sagen, so ungefähr jeder. Gerade in den USA. Es gibt irgendwie jetzt eine Schwemme an neuen Raketenfirmen. Also es gibt ein paar Dutzend Raketenfirmen, die sich gegründet haben und die jetzt gerade an irgendwelchen Triebwerken und Raketen bauen und welche starten wollen. Die allermeisten davon werden demnächst pleite gehen, kann man sich auch sicher sein. Aber ja. Ich wage es nicht zu prognostizieren, welche. Nee, dann würdest du wahrscheinlich auch investieren und müsstest bald nicht mehr dein Geld mit Schreiben verdienen wahrscheinlich, ne? Die Sache mit dem Investieren ist immer, man braucht erst mehr Geld, um zu investieren. Ja, ich kenne das Problem, ja. Da rennst du offene Türen ein. Das ging jetzt. Aber lass uns den Blick nochmal zurückwerfen. Klar, also im Moment, das hat ja auch was mit einem strukturellen Wandel, gerade auch in den Vereinigten Staaten zu tun. Aber sagen wir mal in der guten alten Zeit der Raumfahrt. Kalter Krieg, noch die gute alte Zeit. Sagen wir mal Ende Kalten Krieges. Also gehen wir mal nach der Saturn V, also nach der Mondlandung sozusagen. Wer hatte eigentlich da ein Interesse daran, Raketen zu bauen und wer hat dort Raketen gebaut? Also Raketen gebaut hat zuallererst mal von der Stückzahl her das Militär, um Atombomben draufzubauen und irgendwie den Russen Angst zu machen oder wahlweise den Amerikanern oder wie auch immer. Man ist auch später dazu übergegangen zu sagen, naja, die Dinger werden alt und wir ersetzen mal die Atombomben durch Satelliten. Das hat man auch schon öfters gemacht. Ronald Reagan war da ja ganz groß, so War in Space und so, ne? Das war ja SDI. SDI ist eine andere Angelegenheit. Das ist dann schon richtig militärische Raumfahrt. Ja. Die Firmen, die das herstellen, sind im Wesentlichen diese klassischen Luft- und Raumfahrt-Militär-Dinger, also Boeing, Lockheed Martin, was in der Richtung. In Russland sind dann öfters mal irgendwelche Staatsbetriebe, die das machen. Für Europa macht es derzeit Ariane Space. Die hießen früher Airbus Safran Launchers und es ist halt ein Konglomerat aus allen möglichen und Airbus ist dabei und Airbus ist ja selber so ein komisches Ding. Also der eine oder andere wird es ja wissen, aber eigentlich ist ja die interessante Entwicklung, dass ja die sagen wir mal bemannte zivile Raumfahrt irgendwie mal mit einer Militärrakete gestartet ist, nämlich tatsächlich der V2, so mehr oder weniger. Ach, das geht noch viel direkter.
jeder Astronaut ist, also die allerersten Astronauten sind alle mit irgendwelchen Interkontinentalraketen hochgeflogen. Ja. Mhm. Also okay. Hier Juri Gagarin damals mit einer Vostok-Rakete, was halt das, was heutzutage die Sojus ist, und stammt alles ursprünglich mal von der R7 ab, und diese R7 ist halt ja ganz normal. Ja, war halt für Atombombe gedacht, ne? 5 Megatonnen Richtung USA zu schicken, hat zum Glück niemand gemacht. Umgekehrt, Redstone-Rakete, mit der Mercury geflogen ist, Titan-Rakete, alles Mögliche. Also haben alle benutzt. Indien hat sowas gemacht, die Chinesen machen sowas. Und wenn es jetzt heißt mit Nordkorea, ja, okay, klar, die machen das auch, aber zeigt nicht auf die, passt euch an die eigene Nase. Deswegen, ja. Ja, also die bemannte Raumfahrt ist ein Stück weit auch Abfallprodukt tatsächlich des realen Kalten Krieges, wo es eigentlich um Waffenproduktion auch ging. Trotz allem mit der Mondlandung in der Öffentlichkeit zumindest ging es dann ja auch um, sagen wir mal, die zivile bemannte Raumfahrt. Und dann aber, nachdem dieser große Hype vorbei war, gab es die eine Entwicklung in den Vereinigten Staaten hin zum Space Shuttle dann letztendlich. Ja. Auch ein sehr leistungsstarkes Raketensystem eigentlich im Kern. War der Anfang vom Niedergang der Raumfahrt, ja. Das ist ein großes Problem. Das Ding war einfach nicht, war nie das, was es sein sollte. Ne? Da hat es zu viele Leute, die damit rumgefuhrwerkt haben. Das größte Problem dabei war, das Space Shuttle hatte keinen Zweck gehabt. Also ist so ähnlich wie heute beim SLS. Man hat halt beschlossen, okay, wir entwickeln jetzt dieses Space Shuttle, aber man hat gleichzeitig zum Beispiel die Raumstation, die man entwickeln wollte, die man bauen wollte, die hat man dann die Gelder gestrichen. So heißt, man hatte dann ein Space Shuttle gehabt und nichts, was man damit ernsthaft tun konnte. Und dann hat man halt so irgendwie versucht, das zu erzwingen und hat gesagt, ja, alle Satelliten der USA müssen jetzt mit dem Space Shuttle gestartet werden, wo dann jedes Mal auch Menschen mitgeflogen sind, was alles nicht sehr clever war, was alles auch extrem teuer war. Ja, weil man hat die Startraten nicht erreicht. Und das ist eigentlich so das Ding. Die Stückzahlen von Raketen sind das Wesen, also von irgendwas, nicht nur von Raketen. Also auch wenn du Stühle baust oder sonst irgendwas. Wenn du große Stückzahlen hast, dann wird jedes einzelne sehr viel billiger. Und das Space Shuttle sollte halt 50 Mal im Jahr fliegen. Hat's nicht ja, quasi ganz, jede Woche ein Start. Genau. Ne? Die Russen haben das damals gemacht mit den Sojus-Raketen. Also von 1979 bis 1983 sind jedes Jahr 60 Sojus-Raketen geflogen. Mhm. Es waren von 67 bis 1990 waren es jedes Jahr mindestens 40. Also wirklich richtig, richtig viele davon. Also davon sind weit über 1000 geflogen. Deswegen waren die halt auch richtig billig. Ist gut abgehangene Technik. Ne? Space Shuttle. Ja, was soll man sagen? Erstens, du hast das Problem, da sind Menschen drauf, so heißen, bisschen mehr Sicherheit. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ja. Hat man gesagt, wir brauchen unglaublich effiziente Triebwerke da drauf, die hochgezüchtet waren bis zum geht nicht mehr. Die tatsächlich nie so gut liefen und nie so gut wartbar waren und nie so oft wiederverwendet werden konnten, wie man ursprünglich gesagt hat. So heißen, man hat praktisch nach jeder Landung das ganze Space Shuttle einmal komplett auseinandernehmen müssen. Und dann wieder zusammenbauen müssen. Dass die Kosten erhöht hat und die Frequenz halt deutlich verlängert hat, genau. Der Start. Das war das dann Problem. Dann kamen noch genau. die ganzen Teile, die halt bei jedem Start verbraucht wurden, die Feststoffbooster und so weiter. Und ja, man kam nie in auch nur im Ansatz in den Bereich, wo man, was man erhofft hatte sich. Die Frage, wie jetzt die Kosten-Nutzen-Rechnung aussieht, sind das auch die größten aktuellen Entwicklungen in der Raketenindustrie? Das heißt, geht es heute jetzt solchen Firmen wie SpaceX oder Blue Origin erstmal darum, Dinge zu entwickeln, die kosteneffizient sind oder halt auch vom System her effizient sind? Ja, im Prinzip schon. Kritik an diesen, an dem, wie Raumfahrt betrieben wird, gibt es schon seit einer halben Ewigkeit.
Ein Buch, das es dazu gibt, ist LEO on the Cheap. LEO ist Low Earth Orbit, also niedriger Erdorbit. Wie bringt man irgendwas in niedrigen Erdorbit möglichst billig? Mhm. Hat mal 1994 jemand geschrieben. Und da ging es im Wesentlichen halt genau darum. Und das war alles, der hat da keine großen Geheimnisse ausgeplaudert oder sonst irgendwie. Und im Prinzip, ja, SpaceX hat letztendlich genau das gemacht. Die haben geguckt, was ist so die billigste Technik, die man benutzen kann. Gleichzeitig haben sie aber auch geguckt, okay, wo benutzt man in der Raumfahrt derzeit veraltete Technik, die wir durch moderne Technik einfach ersetzen können, ohne dass es viel teurer ist, weil es ist halt einfach moderner. Also die haben beispielsweise eine Aluminium-Lithium-Legierung benutzt für Tankmaterialien, die in der Luftfahrt für Flugzeuge schon lange gang und gäbe waren, aber für Raketen irgendwie nie benutzt wurden, obwohl sie leichter sind. Ne, haben die halt gemacht. Irgendwie, es gab da ein gewisses Gejohle, weil das hat ja noch nie jemand gemacht. Wie kann man sich da sicher sein, dass das funktioniert und so? Naja. Mhm. Dann hat man ein sehr einfaches Raketentriebwerk erstmal konstruiert. Das Merlin-Triebwerk ist halt ja, Kerosin und Sauerstoff. Das ist nicht sehr exotisch. Also da hat man, also die wurden echt belächelt am Anfang für dieses Triebwerk, das die da benutzt haben. Weil die meisten westlichen Unternehmen haben halt, nehmen halt irgendwie so Wasserstofftriebwerke, was viel effizienter ist erstmal, aber auch sehr viel komplizierter und flüssiger Wasserstoff ist einfach sehr unangenehmes Zeug, damit zu arbeiten, weil es halt extrem kalt sein muss und weil es kaum Dichte hat. Also ein Liter Wasser wiegt ein Kilo, ne? Ein Liter Wasserstoff wiegt 70 Gramm. Mhm. Deswegen sind die Tanks so riesig. Und das dann bei minus 253 Grad, naja, das ist alles nicht toll. Und die haben halt das komplett danach ausgerichtet, ne? Möglichst einfache Technik erstmal und große Stückzahlen. Ne? Falcon 9 Rakete heißt Falcon 9, weil die hat 9 Triebwerke. Auch dafür wurden die belächelt. Was ich nie verstanden habe, weil wenn man sich so zum Beispiel bei der ESA in die Vergangenheit begibt, die Ariane 4 Rakete, die hat auch 8 Triebwerke gehabt in der ersten Stufe. Und gerade die ESA hat halt immer so gesagt, ja, wer weiß schon, ob diese Falcon 9 Rakete wirklich zuverlässig ist. Ich fand das alles sehr, sehr merkwürdig, was so um SpaceX herum passiert ist, an Aussagen von Leuten, die es wirklich hätten besser wissen können, weil sie eigentlich sich sehr gut damit auskennen. Ist das aber nicht auch eine Sache, die mir damals schon aufgefallen ist, als es die erste bemannte chinesische Raumstation gab, dann den chinesischen Rover auf dem Mond, dass man, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie böser Wille ist, aber dass man sagt, naja, wir haben so viel Energie, Entwicklungszeit und Aufwand reingesteckt, da kann ja nicht jeder kommen. Und wenn dann plötzlich jemand kommt, ist man völlig überrascht und sagt, huch, wie kann das denn sein? Das ist so mein Eindruck, den ich von den etablierten Raumfahrtnationen mitunter habe. Ist das ein Eindruck, den du teilen würdest? Ich bin ja nie völlig sicher. Also ich gehe immer davon aus, dass kein böser Wille dahinter steckt. Aber manchmal, naja, es ist halt manchmal recht schwierig einzusehen, wie bestimmte Dinge zustande kommen können. Gut, klar, Raumfahrt ist extrem politisch. Da werden auch politische Ziele damit verfolgt. Also, dass man versucht, dort irgendwie Geld auch von A nach B zu schieben. Also, dass gewisse Länder halt irgendwie einen finanziellen Vorteil haben oder zumindest, es gibt in der ESA diese Doktrin vom Geographic Return, soll heißen, jedes Geldgeberland bekommt umgekehrt von der ESA auch Industrieaufträge zurück und muss die den gleichen Wert haben. Bloß das heißt halt, dass letzten Endes der Bau von so einer Rakete beispielsweise, wenn das oder irgendwas, was die ESA halt macht, muss dann halt über alle Mitgliedsländer verteilt werden. Und das ist für, wenn es darum geht, etwas effizient und billig herzustellen, ist das wirklich Gift. Das ist das Gegenteil von dem, was man jemals tun würde.
Ist da die private Raumfahrt so ein Stoß ins System oder gibt es da trotzdem politische Faktoren, die dazu kommen? Da gibt es jede Menge Politik natürlich immer noch, aber SpaceX hat halt gesagt, okay, wir bauen das alles so weit, wie es irgendwie geht, bauen wir das innerhalb der Firma und möglichst zentral an einer Stelle halt in Hawthorne in einer Fabrik zusammen. Das ist natürlich nicht völlig, also die haben ihre Zulieferbetriebe irgendwie auch in der ganzen Nation irgendwo und so weiter und so weiter. Aber es ist doch sehr viel zentraler, als es alle anderen machen. Mhm. Ja, das ist auch so ein, das kommt dann natürlich auch, weil es ein Stück weit natürlich auch gewollt ist, dieser Personenkult um Elon Musk als Firmeninhaber. Das ist einfach eine wirtschaftliche Sache. Also, dass man das zentral macht, das ist einfach, das hat überhaupt nichts mit Personenkult oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach bloß, so macht man das, wenn man es möglichst einfach und effizient und billig machen will. Genau, das ist die Einstellung, worauf ich noch hinaus wollte, ist auch, man sollte auch einfach vielleicht mal sagen, dass SpaceX inzwischen 6000 Mitarbeiter hat, die natürlich auch alle hochqualifiziert sind. Ich habe keine aktuellen Zahlen da. Das kann sogar noch mehr sein. Ja, im Rahmen des Staats wurde die Zahl, glaube ich, selber in der SpaceX-Stream einmal erwähnt. Lass es 7000 Menschen sein, aber es heißt halt, dass da sehr viele Menschen auch arbeiten in allen Bereichen in so einem Unternehmen. Das ist jetzt nicht, dass da Elon Musk mit zwei Freunden sitzt und sagt, komm, wir schrauben jetzt mal eine Rakete zusammen und sind dann plötzlich erfolgreich, sondern das ist ein gewachsenes Unternehmen. Ja? Ja, Kopenhagen Suborbitals. Die sind, sind ein paar Leute halt, die frei von irgendwelchen Unterstützern halt finanziert werden und das so hobbymäßig machen und die haben ganz ordentliche Raketen schon gebaut. Super, cool. Aber jetzt kommen wir nochmal auf die wirtschaftlich orientierte Raketenindustrie zu sprechen. Das hat ja auch einen Grund, warum es diesen Umschwung jetzt in den Vereinigten Staaten gegeben hat, dahin, so wie es jetzt ist. Weil vorher war es ja, wie du schon sagst, die etablierten Hersteller von Waffensystemen, sagen wir mal. Was hat diesen Umschwung bewirkt in den Vereinigten Staaten? Es war halt irgendwie reif. Das soll man sagen. Es kam ja auch aus Europa kam ja auch nichts mehr. Europa hat ja eine sehr erfolgreiche Rakete entwickelt mit der Ariane 1, 2, 3 und 4. Mhm. Und dann kam die Ariane 5. Und da hatte man ja irgendwie, man war ja neidisch auf das Space Shuttle und wollte selber den Hermes Raumgleiter bauen und hat dann. Die Älteren erinnern sich noch, ich erinnere mich da auch noch dran. Ja, genau. Okay. Das war so fast schon der Todesstoß für die europäische Raumfahrt, weil das ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber es war wirklich eine ziemliche Katastrophe, was da abgelaufen ist dann. Weil erstens, der Hermes-Raumgleiter wurde nie gebaut. Der wurde immer schwerer. Der wurde im Konzept immer schwerer. Und dann brauchte man eine Rakete, mit der man das Ding noch starten konnte. Und das sollte dann die Ariane 5 sein. Und dann hat man angefangen, die Ariane 5, also die Rakete, immer größer zu bauen, damit das Raumschiff, das dann am Ende nie gebaut wurde, damit gestartet werden kann. Und damit ist das ganze Ding immer ineffizienter geworden. Und man hat eine viel zu große Rakete gehabt. Das hat man dann später verkauft. Ja, unsere Rakete ist so toll, die kann gleich zwei Satelliten starten. Das konnte die Ariane 4 Rakete auch, aber das war halt eine Option, die man mal so, wenn es gerade passt, hat man das halt mal so gemacht, ne? Aber bei der Ariane 5 war es halt so, also wenn wir nicht mindestens zwei Satelliten mit möglichst jedem Start mit dem Ding starten, dann fliegt uns die Wirtschaftlichkeit total um die Ohren und war schon so schlimm, dass man halt jeden Start mit 20 Millionen Euro subventioniert hat und tut man bis heute. Um zu verhindern, dass andere Leute anfangen, neue Raketen zu entwickeln, die billiger sind als die Ariane 5. Und ja, also das ganze Feld ist halt total stagniert, auch darum, weil nach dem Kalten Krieg kaum noch Raketen gestartet wurden. Das ganze Feld ist halt total zusammengebrochen. Ich meine, wir haben jetzt in diesem Jahr seit den 90er Jahren mal wieder einen neuen Rekord gehabt mit 90 Raketenstarts weltweit.
ich sag mal, in der Sowjetunion, da habe ich jetzt gerade die Zahlen ein bisschen im Kopf, wenn man dann mal eben so 60 Sojus-Raketen in einem Jahr hatte, ja, und dann noch 30, 40 Kosmos-Raketen dazu und nochmal 10, 20 Proton-Raketen dazu und was weiß ich, ob da nicht noch ein paar andere waren, allein in der Sowjetunion, muss man dann sagen, es war in den letzten Jahren nicht mehr viel los. Gleichzeitig regte sich dann immer mal so neue Trends, so Richtung kleine Satelliten und dann hieß es, ja, wir brauchen halt kleine Raketen und dann gab es so eine gewisse Öffnung, dass man sagen konnte, naja, vielleicht kann ja ein Unternehmen eine kleine Rakete entwickeln. Und SpaceX war nicht das erste private Unternehmen, das gesagt hat, wir entwickeln jetzt mal eine neue Rakete oder so. Es gab einer der Mercury-Astronauten hat eine Firma gegründet, die hat dann eine Rakete namens Conestoga entwickelt und die ist auch geflogen. Die basiert halt auf so einer ballistischen Rakete eigentlich. Die ist einmal erfolgreich geflogen und den Rest dann nicht mehr so erfolgreich. Deswegen ist die klanglos verschwunden. Es gab einen Satellitenhersteller, der dann angefangen hat, eigene Raketen zu entwickeln. Tun die auch immer noch, namens Orbital Sciences, dann irgendwann Orbital ATK und jetzt aufgekauft von Northrop Grumman, sodass es, ich habe keine Ahnung mehr, wie die jetzt genau heißen. also sehr viel Militär dann wieder. Also die sind komplett ins Militärische wieder abgerutscht. Aber Dadurch, dass die Frequenzen, die Stückzahlen nicht mehr da waren, sind die Preise gestiegen. Also Orbital Sciences hat ja damals die Pegasus-Rakete entwickelt. Kleines, geflügeltes Ding, das von einem Flugzeug abgeworfen wurde und von dort aus gestartet ist. Und die sollte erstmal so 5-6 Millionen Dollar kosten pro Start. Und das war am Anfang auch noch so. Naja, die fliegt ab und zu heutzutage immer noch und dann kostet die mal eben so 50 Millionen. Also fast so viel wie eine Falcon 9 Rakete, hat aber nur eine halbe Tonne Nutzlast anstatt von 20 Tonnen oder so. Vielleicht nochmal auch, weil ich es kürzlich nochmal mir angeschaut hatte, interessant bei der Saturn 5 Rakete, bei der Rakete des Apollo-Programms, die ja dann zum Mond geflogen ist. Da sind ja also auch die einzelnen Raketenstufen tatsächlich an unterschiedliche Unternehmen auch vergeben worden. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, manchen Leuten gar nicht bewusst, dass diese Rakete nicht von einer Firma gebaut worden ist, sondern die untere Stufe hat die eine Firma gebaut, die mittlere Stufe eine andere Firma und die letzte Stufe dann obendrauf nochmal wieder eine andere Firma. Das ist also Subkontraktoren waren in der Raumfahrt immer schon nicht unüblich. Ja, ne? Ja, klar. Ich weiß es nicht mehr, wer es war. War es Alan Shepard oder war es John Glenn? Einer von den beiden wurde mal gefragt, was er so gedacht hat, als er in die Rakete gestiegen ist, mit der er dann ins Weltall fliegen sollte. Und hat dann gesagt, ich denke daran, dass jeder Teil dieser Rakete von dem gebaut wurde, der den niedrigsten Preis geboten hat. Ja, es ist ein schönes Zitat. Ja, ja, klar. Das war auch, also egal wie teuer es ist, man hat dann trotzdem eine Ausschreibung gemacht und der das Billigste angeboten hat, hat einen Zuschlag gekriegt, ne? Ja. Ist heutzutage immer noch so, also Ariane 6 Rakete, da geht's dann so weit, dass man gesagt hat, ja, die von den Feststoffboostern der Ariane 6 Rakete wird die Hälfte der Hülsen, die außen sind, in Deutschland gebaut und die andere Hälfte in Italien. Kann man sich dann vorstellen, dass die Einsparmaßnahmen, die man da geplant hatte, jetzt irgendwie auch langsam aber sicher mal zum Teufel sind. Es ist teilweise natürlich auch nach Nationen aufgeteilt, gerade in Europa. Ne? Bevor es die ESA gab, gab es die ELDO. Und falls sich jemand mal gefragt hat, wieso heißt die Ariane-Rakete eigentlich Ariane-Rakete und nicht einfach nur Europa, es gab mal eine Europa-Rakete. Das Kapitel ist so peinlich, dass man das gestrichen hat, mehr oder weniger. Da kam die erste Stufe aus England, das war direkt eine Interkontinentalrakete, die zweite Stufe kam aus Frankreich, die dritte kam aus Deutschland, ich glaube, die Steuerung kam aus den Niederlanden, der erste Satellit sollte aus Italien kommen, Belgien hatte auch noch irgendwas damit zu tun und sagen wir einfach mal, das Ding ist nie zusammengeflogen, richtig. Also wurde mehrfach getestet und es ging immer was kaputt. Das Letzte, was, glaube ich, kaputt ging, war, dass man
dass man irgendwie die Spezifikationen nicht richtig geteilt hatte und die Oberstufe aus Deutschland zu großen Kräften ausgesetzt wurde, von denen die Deutschen aber nichts wussten, als sie das Ding konstruiert haben. Und so ist dann halt jedes Mal die letzte Stufe kaputt gegangen, nachdem die zweite Stufe da geflogen ist. Also es war ein Jammertal. Um mal was Gutes zu sagen, danach hat sich die ESA gegründet und die haben sich zusammengerissen. Und da hat es geklappt. Also da hat man dann halt gesagt, okay, in Deutschland, ihr baut die Oberstufe und der Rest wird dann halt in Frankreich mehr oder weniger gebaut. Und dann hat man daraus die Ariane-Rakete gemacht. Und das Ding lief. Das Ding lief richtig gut. Das war auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gemacht. Weil der französische Teil hatte hier dieses Viking-Triebwerk. Und in der ersten Stufe halt 4 Viking-Triebwerke, in der zweiten Stufe noch ein Viking-Triebwerk, ganz oben dann die deutsche Stufe. Und die Viking-Triebwerke waren einfach super, sehr zuverlässig gewesen. Okay, der Treibstoff war extrem giftig, aber das ist eine andere Geschichte. Was für eine Zusammensetzung war das? Das ist Hydrazin gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob Monomethyl oder Dimethylhydrazin. Und NTO, die Stickstofftetroxid. Es ist so ein Standardding, das aus dem Militär kommt. Hat den großen Vorteil, dass man es in einem Tank einfach drin stehen lassen kann. Auch über Jahrzehnte. Und wenn dann der Knopf gedrückt wird, kann die Rakete sofort losfliegen. Ist das dann nicht auch das Ding, das bei der Mondlandefähre dann verwendet wurde, damit die wieder starten konnte? Ja, natürlich. Das ist Hydrazin war auch drin, ja, ne? Ja, das sind so. In dem Fall ist es wahrscheinlich nur Hydrazin gewesen, ohne noch was anderes, oder ich bin mir nicht sicher, kann beides sein. Das wurde deswegen ausgewählt, weil es halt auch lagerbar ist bei allen möglichen Temperaturen. Und trotzdem eine vernünftige Reaktion dann liefert, genau, wenn man es braucht. Genau, wäre ja dumm gewesen, wenn sie nicht hätten starten können wieder. Genau, ist halt ist relativ effizient gewesen. Da gibt es ein ganzes Buch, das über die Entwicklung von diesen Treibstoffen gemacht wurde. Es nennt sich Ignition mit Ausrufezeichen. Von einem Typen, dessen Namen mir entfallen ist. Wird demnächst neu aufgelegt. Also das ist der Wahnsinn. Es ist ein Buch aus den 70er Jahren und der hat halt praktisch die Entwicklung sämtlicher Raketentreibstoffe da breit gemacht. Und er ist Chemiker, aber er ist einer der wenigen Chemiker, die richtig unterhaltsam schreiben können. Das Buch macht echt Spaß, das macht echt Laune. Wir werden das mal ein bisschen verlinken. Ich sammle immer so nebenbei ein bisschen. The History of Liquid Rocket Propulsion. Genau. Ja. Von John Drury Clark. Genau, und Isaac mit Asimov, Clark, der hat wahrscheinlich das Vorwort gerufen. Ja. Genau. Meine ganz ketzerische Frage zwischendurch. Mit solchen Firmen wie SpaceX und Blue Origin haben wir jetzt die nächste Space Race und die nächste große Zeit der Raketen vor uns? Wenn es nach Elon Musk geht, schon. Hat er ja jetzt in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, we want a Space Race. Ja. Hat er direkt angesprochen und darum geht es auch so ein bisschen. Es ist schon so ein bisschen der Fehdehandschuh, der da geworfen wird. guck's dir an, es gibt jetzt jede Menge Milliardäre, die irgendwas mit Raumfahrt machen. Hier Paul Allen, was einer der Gründer von Microsoft war, der hat das größte Flugzeug der Welt gebaut, weil irgendwie muss da wahrscheinlich was kompensieren. weil er will damit Raketen starten, aber es gibt keine Rakete. Der hat mit allen möglichen Leuten schon verhandelt. Ich glaube, jetzt geht's Richtung Orbital ATK, die dafür was bauen sollen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das in trockenen Tüchern ist. Zwischendurch sollte auch mal SpaceX für die bauen. Es gibt Richard Branson, Virgin. Ja, stimmt. Stimmt. Der Typ. Da hat er leider gerade, nicht gerade, aber der hat ja dann einen Piloten leider verloren in seinem Programm, ne? Einen Piloten und drei Ingenieure davor schon. Am Teststand, da ist ein Treibstofftank explodiert. Lachgas klingt zwar lustig, aber Lachgas in flüssiger Form, wenn das einmal anfängt zu explodieren, dann explodiert das richtig. Eigentlich altbekanntes Phänomen, aber es hat sich rausgestellt, die Leute wussten das nicht. Also ich bin seitdem Virgin Galactic sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil die offensichtlich die Sicherheit nicht so ernst nehmen, wie man das tun sollte.
vor allem, die haben es ja nicht korrigiert, weil das Problem mit dem Absturz des Piloten, das war ja, ja, die Leute waren völlig übermüdet, als die geflogen sind, ne? Und dann passieren halt Flüchtigkeitsfehler. Das ganze Spaceship 2 ist wirklich so mit Technik, die man eher aus dem Zweiten Weltkrieg herkennen würde, gebaut worden. Also das ist komplett mit Drahtseilzügen und so weiter gebaut. Da kann es zu Flüchtigkeitsfehlern kommen. Und ich bin seitdem also Richard Branson gegenüber nicht sehr positiv eingestellt, weil der einfach die Sicherheit da nicht die Priorität hat, die sie haben sollte. Ist es denn so, oder mein Eindruck im Moment zumindest ist, dass tatsächlich SpaceX sich relativ, also du hast es schon beschrieben, konservativ zunächst orientiert hat und sich jetzt gerade sehr konsolidiert, zumal sie ja nur auch den Vertrag haben, mit ihrer Dragon-Kapsel die ISS zu beliefern. Da sind sie ja schon tatsächlich im Vertrag mit der NASA. Genau, das hat die Firma gerettet damals. Ja. Ja, aber auch weil die NASA dann am Ende überzeugt davon war, dass das konzeptionell SpaceX ein relevanter Partner sein kann, oder? Ja, das geht dann zurück wirklich in die Anfangszeit von SpaceX. Das war halt, die haben ja zuerst mal eine kleinere Rakete gebaut, die Falcon 1 Rakete. Den ersten Start habe ich damals nicht live gesehen, den zweiten durch Zufall. Totaler Zufall. Ich hatte von der Firma im Wesentlichen ein paar Monate davor mal gehört, weil sich jemand furchtbar über die aufgeregt hatte und ja, irgendwie hat mich das angefixt, dann wollte ich mal was darüber wissen und dann irgendwie nicht mehr verfolgt und nach ein paar Wochen irgendwie durch Zufall habe ich mal wieder dran gedacht, hey, was machen die eigentlich gerade? Ich gehe auf die Webseite und da fängt gerade ein Webcast an mit dem nächsten Start der Rakete. Sehr cool. Wahrscheinlich habe ich deswegen dran gedacht, weil ich es irgendwo mal kurz wieder SpaceX gesehen hatte und naja, wie das halt so ist, ne? Kam gerade in Nachrichten, war gerade irgendwas in Nachrichten im Internet irgendwo, ne? Und habe deswegen dran gedacht, hab mal drauf geguckt und tada. Okay. ersten drei Starts waren ja nicht erfolgreich. Aber zu der gleichen Zeit gab es diesen Commercial, boah, wie hieß das Ding kurz? Eigentlich ist das Commercial off the shelf, aber das hieß dort irgendwie Commercial Orbital Transport irgendwas. Ging halt darum, die ISS zu beliefern, nachdem das, weil es war ja klar, 2011 sollte das Space Shuttle zum letzten Mal fliegen und das muss ja irgendwie ersetzt werden. Ja. Ja. Und da wurden dann halt drei Verträge ausgeschrieben an mehr oder weniger windige Firmen und es gab so einen Wettbewerb, da waren dann auch mehr als drei dabei und einige davon sind echt sehr windig gewesen. Eine davon war Kistler Aero, wie hießen die denn nochmal? Kistler Aeroplane oder sowas. Die gehören doch zu den etwas seriöseren. Die wollten eine Rakete mit alten sowjetischen Triebwerken bauen. Die von dem. Ach, das hatte ich mal gelesen. Die haben die aufgekauft irgendwie, ne? Kann das sein? Genau. Die wurden dann ihrerseits nochmal aufgekauft. Die haben die aus der Sowjetunion gekauft, weil einfach die alten sowjetischen. Die sowjetische Triebwerkstechnik ist wahnsinnig gut, muss man dazu sagen. Also, die haben wirklich. Die sind auf dem technischen Stand, den man in den USA bis heute noch nicht erreicht hat. Und deswegen haben die gesagt, naja, kaufen wir doch mal, weil die lagen seit 1974, 75 in irgendwelchen Lagerhäusern rum, weil die gehörten zu der Mondrakete, die dann halt viermal getestet wurde und dann hieß es, naja, wir bauen noch einen Nachfolger davon und dann wurde das Projekt für einen Nachfolger gestrichen, aber die Triebwerke waren halt schon da und dann lagen die halt lange rum. Kam dann in den USA und dann haben verschiedene Firmen halt unter anderem Kistler Aeroplane versucht, daraus Raketen zu bauen. Die sind dann pleite gegangen. Ja, ich habe gerade geguckt, ich glaube, also sie. Aktuell heißen sie Rocket Plane Kistler, so hießen die. Ja, sorry. Und die haben aufgekauft, nämlich Kistler Aerospace. Also insofern ist also Aeroplane auch irgendwie verzeihbar. Wir haben es gerade mal nachgeschlagen. Also Kistler Aerospace ist gekauft worden und dann hießen sie Rocket Plane Kistler. Genau, ich google hier nicht nebenbei noch. Ich mache das wirklich komplett aus dem Kopf jetzt gerade. Genau. Gar kein Problem, aber dann haben wir es. Wir haben geschummelt, ja. Ja, und die wurden dann halt aufgekauft von Orbital ATK und die haben dann die Triebwerke nochmal benutzt und haben daraus dann ihre eigene Rakete gebaut.
Jedenfalls wurden da ordentliche Summen ausgeschrieben. So 1,9 Milliarden Dollar war das letzten Endes wert. Aber die NASA war so freundlich und hat 300 Millionen davon vorgestreckt für SpaceX, damit die die Lichter anlassen konnten. Ja, weil die ersten drei Flüge von der Falcon 1 waren nicht erfolgreich und dann hat Elon Musk wirklich irgendwie das allerletzte Geld irgendwie zusammengekratzt. Wie weit das stimmt, ist natürlich eine zweite Frage. Das ist immer so ein bisschen Legendenbildung, aber er meint halt, er hat das allerletzte Geld zusammengekratzt, um doch noch einen vierten Flug zu machen. Der hat dann geklappt und dann lief es halbwegs. Das ist ja auch zeigt aber auch, also er wird das letzte Geld, was er wahrscheinlich für SpaceX mal an die Seite gelegt hatte, zusammengekratzt haben. Denn ich habe in der Beschäftigung jetzt mit dem Falcon Heavy Start, auf der einen Seite hört man immer von Elon Musk, er will zum Mars, er will, also eigentlich Mond geht auch, aber eigentlich will er ja zum Mars und der Mars soll mit Menschen besiedelt werden und die Menschheit soll eine interplanetare Rasse werden. Das ist ja so sein Traum. Also ursprünglich war der Traum ja ein anderer. Es ging bloß darum, ein Gewächshaus auf den Mars zu bringen und dort mit einer Kamera halt zu zeigen, wie da auf dem Mars was wächst. Dazu wollte er eine sowjetische, also ehemals sowjetische, eine russische Dnepr-Rakete kaufen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt und dann hat er irgendwann gesagt, ach scheiß drauf, ich baue eine eigene Rakete. Aber gut, das ist sozusagen die Exzentrizität eines Milliardärs, so Multimilliardärs auf der einen Seite, auf damals der anderen noch nicht. Seite. Also damals hat er ein paar hundert Millionen, ich glaube vielleicht 100 Millionen oder sowas gehabt, also so unendlich reich war der gar nicht. Ja gut, also jetzt ist er inzwischen... Inzwischen ist das eine ganz andere Nummer, aber damals war er noch nicht ganz so reich. Worauf ich raus wollte, ist einfach genau, also 2002 ist ja SpaceX gegründet worden. Heute ist der Traum immer noch da, aber er scheint ja tatsächlich ein funktionierendes und solide geführtes Raketenunternehmen jetzt auch zu haben. Das heißt, das eine ist die Verwirklichung seines Traumes, den er lebt. Die andere Sache ist aber auch so ein Stück weit Realität zu sagen, das eine muss mit dem anderen verbunden werden und da kommt dann durch, dass er offensichtlich auch ein ganz cleverer Geschäftsmann ist. Das hat er ja auch immer gesagt, ne? Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Er plant ja auch eine große Satellitenkonstellation zu bauen, um halt per Funk dann Internetverbindungen herstellen zu können, die sehr viel schneller sind, als was man auf dem Boden so machen kann. Man darf gespannt sein, wann das kommt. Ob das kommt, soll irgendwie, ich glaube nächstes Jahr soll, ich weiß nicht, dieses Jahr sollen, glaube ich, die ersten Prototypen dafür gestartet werden. Muss man schauen, Pläne gehen bis 12.000 Satelliten. Da gibt es dann Leute, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, 12.000 Satelliten, der hat ja den Verstand verloren. 12.000 ist ein Scheißdreck, wenn man sich überlegt, ja, wie viele Autos werden irgendwie gebaut und das sind ja keine... So 150 Kilo schwere Satellit sind es, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also irgendwie niedriger 100 Kilo Bereich. Ne? Ja, okay, da sind jetzt ein paar Solarpaneele dran. Da braucht man ein bisschen Ionentriebwerke, die sehr einfach aufgebaut sind. Es braucht ein bisschen Sendetechnik und so Kram. Alles keine Magie, was da drauf ist. Das Ganze ist nicht so viel komplexer als ein Auto zu bauen und davon mal 12.000 Stück rauszuhauen, ist jetzt kein größenwahnsinniges Machwerk. Es ist einfach nur etwas, das bis jetzt noch niemand gemacht hat. Also es ist im Kontext der Raumfahrt, ist es eine ganz neue Größenordnung, aber im Kontext dessen, was Menschen schon getan haben, ist es ein Witz. Aber es ist natürlich immer auch Vorhaben, bei denen man erstmal so ein bisschen, also bei dem einem manchmal so ein bisschen die Kinnlade runterfällt. Und also wenn ich jetzt an diesen Start des Testflugs kürzlich denke, also das hat mich emotional echt gepackt, als wir das verfolgt haben. Wie ging es dir dabei, als du diese Bilder gesehen hast? Das war schon toll, ja. Wenn man das will, kann man ja den Webcast nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann synchronisiert hatten, aber wir haben den Start live kommentiert. Kann man sich dann anhören auf unserer Webseite. Okay. Man muss sich den dann irgendwie parallel dazu angucken. Ich
weiß nicht, ob wir irgendwann mal gesagt haben, wo der Countdown ist. Ich weiß, dass ich irgendwie 15 Sekunden vor Ende des Countdowns irgendwie mal gesagt habe, ja, ich bin hier bei minus 15 Sekunden oder so, einfach bloß. Mhm. Es ist ja nie hundertprozentig parallel, damit man, damit der eine weiß, ob der andere das jetzt schon gesehen hat, was man sieht oder nicht. Kann man sich anhören. Ja, es war eine tolle Sache. Sind natürlich auch super Bilder gewesen. War auch ungewöhnlich, dass es ein stabiles Bild an der Rakete während der ganzen Startphase auch gegeben hat. Das kriegt auch nicht jeder hin. Also das macht SpaceX halt so. Hatte ich gelesen. Die haben ja, da viel Übung drin. Das kriegen die dann hin. Die haben es geübt. Das war am Anfang auch nicht gut, aber die haben halt gesagt, okay, wir müssen das oder wir wollen das hinkriegen, dass jeder so einen Raketenstart auch mal komplett sehen kann. Und wenn man das will, dann geht das. Welche Bedeutung hat denn jetzt, oder kommen wir jetzt mal zur Falcon Heavy. Lass uns mal ein bisschen jetzt über die neue Rakete, die aktuell leistungsstärkste Rakete. Liest man überall, stimmt das? Passt. Also die es gibt, die jetzt fliegt. Also die man auf jeden Fall, also wenn man jetzt die so benutzt, wie sie jetzt benutzt wurde bei dem Testflug, da ist es nicht die leistungsstärkste. Einfach weil die Booster werden gelandet und so weiter. Man könnte natürlich den ganzen Treibstoff, den man dafür benutzt, auch dafür benutzen, dass man noch sehr viel mehr Nutzlast befördert. Wenn man das tut und die Rakete halt genauso fliegen lässt wie alle anderen Raketen, dann ist es die mit großem Abstand leistungsfähigste Rakete, die wir haben, ja. Welche Bedeutung bekommt das jetzt für die Raumfahrt? Man hat jetzt also eine Rakete, die unglaublich viel Gewicht ins aktuell, transportieren kann. Jetzt, dieses Jahr, nix. Null. Weil, ja, es gibt gerade nichts, das unbedingt diese Rakete brauchen würde. Sozusagen. Aber so ein vielleicht doch so einen gewissen, es hat den Anspruch, ideellen Wert. Nee, also worauf ich jetzt praktisch halt, wie gesagt, dadurch, dass es halt gerade nichts gibt, das jetzt ganz unbedingt auf diese Rakete angewiesen wäre, hat es halt keinen praktischen Wert. Aber es hat natürlich den Wert zu sagen, es gibt jetzt eine Rakete, die größere Nutzlasten tragen kann. Und das hat natürlich einen Wert, weil jetzt können Unternehmen rechtfertigen zu sagen, hey, wir haben bis jetzt immer nur so, höchstens 7 Tonnen schwere Satelliten gebaut. Wie wäre es, wenn wir mal einen 10 Tonnen schweren Satelliten bauen? Das hat man sich bis jetzt nicht getraut, weil man hätte es mit der Ariane 5 starten können. Aber was ist, wenn die Ariane 5 mal ein Problem hat, so wie beim letzten Start? Und daraufhin die Ariane 5 erstmal irgendwie, was weiß ich, monatelang nicht starten kann. Und es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Was macht man dann? Ne? Deswegen haben die dann halt gesagt, ja, okay, wir können höchstens einen Satelliten bauen, der von mindestens 2 unterschiedlichen Raketen irgendwie gestartet werden kann. Und das bringt dann schon was. Können die Bilder, die dabei rausgekommen sind bei diesem Testflug, also fangen wir vielleicht mal an mit der Landung der beiden Booster, also der CenterCore hat es ja nicht geschafft zurück, aber diese Landung der beiden Booster, das war natürlich irgendwie, also es war irgendwie, hat schon was von Science Fiction gehabt, finde ich. Können solche Bilder, reicht sowas aus, um vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung wieder zu erzeugen? Na, das auf jeden Fall. Hat es ja auch schon getan. Gut, manche haben sich halt über den Roadster halt mockiert. Reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Bleiben wir erstmal bei Rakete alleine, ne? Aber das war schon eindrucksvoll, oder? Ja, klar. War sehr eindrucksvoll. Okay, die Falcon Heavy bestand jetzt auch noch nicht aus der aktuellsten Technik, die SpaceX aufzubieten hat. Es sind alles noch etwas ältere Versionen. Also die beiden Booster, die dort gelandet sind, die sind schon mal geflogen. Also war jetzt deren zweiter Flug und wahrscheinlich deren letzter. Weil einfach die Aufarbeitung von den älteren Raketen, die braucht sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit und das will SpaceX jetzt nicht mehr machen. Die haben jetzt eine bessere Version, die irgendwann in dem Jahr starten soll und die soll dann sehr viel leichter wieder zu verwenden sein, dass man nicht irgendwie monatelang daran arbeiten muss, bis die wieder fliegen können. Elon Musk meinte,
es ist mir recht wichtig gewesen, dass die Dinger zurückkommen, weil die haben so Gitterflossen obendran, um die in der Atmosphäre besser steuern zu können. Und die sind deutlich größer gewesen als normal und aus Titan. Und es braucht sehr lange, um sowas herzustellen. Und er war sehr glücklich, dass die wieder zurückgekommen sind. brauchte man einfach, weil die haben eine andere Form. Die mussten deswegen etwas größer sein als bei der normalen Falcon 9. Das heißt, Teile werden eventuell wieder verwendet, weil sie dann doch so aufwendig herzustellen sind, dass man froh ist, dass man sie wieder hat. Ja, klar. Also eindrucksvoll, du hast gerade schon gesagt, es gibt jetzt eine neue Option in der Raumfahrt, die es so in der Form nicht gegeben hat. Das könnte für den einen oder anderen von Interesse sein. SpaceX hat sich nochmal wieder damit etabliert, dass eine Weiterentwicklung erfolgreich geflogen ist. Jetzt ist es ja so, dass typischerweise bei solchen Jungfernflügen, sagt man das bei Raketen auch, ja, Testflügen, packt man ja in der Regel in die Spitze, da wo dann hinterher ein Satellit oder was auch immer drin ist, irgendein Gewicht. Je nachdem, um zu simulieren. Je nachdem, wie man es macht. Es gibt da verschiedene Philosophien. Bei der ESA, und ich werde die ESA dafür nicht von der Leine lassen. Die haben beim ersten Flug der Ariane 5 Rakete die 4 Cluster-Satelliten reingepackt und das Ding musste dann gesprengt werden beim Start. Schaden irgendwas um die 400 Millionen Euro. Ach, du meinst. Beim ersten Start der Ariane 5 ECA, was Ariane 5 ist, halt bloß, dass praktisch alle Teile neu, also ausgetauscht wurden, wurde komplett überarbeitet. Da hat das Haupttriebwerk der mittleren Stufe hat dann versagt, musste auch gesprengt werden. An Bord waren, Stentor war der eine Satellit, der andere war Hotbird 7. Zusammen irgendwas um die, ich weiß nicht, 600 Millionen Dollar oder so. Also die haben da richtig Schaden verursacht. Weil sie es halt nicht gemacht haben. Und das kann man denen durchaus vorwerfen. Ja, normalerweise, also Ariane 1 Rakete war noch sehr vernünftig. Da hat man einfach den Block aus Aluminium hingepackt. 1,4 Tonnen Aluminium. Und hier bei der Falcon Heavy waren es halt 1,4 Tonnen Tesla Roadster. Ich finde, das ist ästhetisch doch die bessere Wahl, ne? Ja, also jetzt liest man, wenn man sich so ein bisschen im Netz rumtreibt, und das habe ich getan, Stimmen, die sagen, das sei eine vertane Chance gewesen, pures Ego-Gehabe, PR für die angeschlagene Firma Tesla, der es gerade nicht so gut geht, und man hätte doch viel besser irgendwas Wissenschaftliches da reinstecken können, anstatt jetzt, was wir ja tatsächlich haben, einen roten Roadster irgendwo. So langsam entfernt er sich von der Erde, der jetzt da rumfliegt, und da sagen Leute, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da hätte man doch lieber Schüler irgendwas basteln lassen, damit man Wissenschaft mit Schülern im Weltall macht. Ja, da hat man aber immer noch einen ziemlich großen Aufwand dabei. Und man hat halt die Chance, dass dieser Aufwand, der dann in sechsstellige Bereiche geht, selbst wenn es was Einfaches ist, ne, dann hat man so mal eben so einen sechsstelligen Betrag ausgegeben. Wieso wird das so schnell so teuer? Ist es wieder, weil es eine einmalige Anfertigung für gewisse Spezifikationen ist, bei denen sehr viele Dinge zu beachten gibt, und das kostet dann einfach. Das kostet also, es dann ist jetzt nicht so. Einfach, ja. Also du kannst nicht einfach mit dem Lötkolben, Kindern einen Lötkolben geben und sagen, hier habt ihr einen Metallkasten und da macht was rein. Ja, man hat halt teilweise ziemlich hohe Ansprüche daran. Und vor allen Dingen auch, dass das irgendwie nicht mit was anderem irgendwie es Störungen gibt und so weiter. Dadurch hat man das halt sehr schnell. Ist natürlich auch immer so, man hat sehr selten diese Startgelegenheiten. Und dadurch bedingt man praktisch, dass das garantiert nichts schief gehen soll. Und man kann jetzt auch nicht so ganz schnell umschalten zwischen, es muss jetzt alles perfekt sein und bastelt man hier schnell was zusammen. Gut, letzten Endes der Roadster war schon sowas, ne? Hat man einfach den Roadster genommen und ihn da oben drauf geschraubt. Aber da musste man dann auch vorher die ganze Analyse da durchgehen, ne? Wo ist jetzt der genaue Schwerpunkt, hält das Ding jetzt wirklich die Vibrationen aus und so weiter und so weiter. Also da ist dann schon nochmal ein bisschen Aufwand dahinter gewesen.
Ja, es ist halt von vorne bis hinten durchdacht. Ich meine, ist im Glove-Compartment nicht sogar ein Handtuch oder so? Ja, ja. Nee, ein Handtuch nicht. Doch, ich meine, ein Handtuch schon. Haben Sie das jetzt gesagt? Ja, ich dachte, er hat das Buch geschrieben drin. Auf Twitter, meine sowohl ich. Als auch. Jetzt kann das ja, jetzt kann er es ja behaupten, jetzt kann es ja keiner mehr kontrollieren. Ja, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was er dann gedacht hat. Er meinte, es ist beides dabei. Achso. Okay, Armaturenbrett ist übrigens auch eine Miniatur gewesen. Das hatte ich schon vor dem Start gesehen, bevor er es gesagt hatte, aber auch nur dank eines französischen, die ist mir erst gar nicht eines französischen Typen, der hat es auf einem Foto gesehen. Ganz klein hinter der Windschutzscheibe Miniatur von dem Matchbox-Auto. Ja, und ich glaube, das wird so eins der bleibenden Bilder jetzt auch innerhalb der Raumfahrt sein. Ne? Also das hat er damit jetzt ja geschafft. Also das eine ist eine Rakete, die keiner braucht, aber irgendwie die ganze Welt redet jetzt plötzlich über das Auto im Weltall und irgendwie wird der Start doch ganz anders wahrgenommen. Ne? Ja, Es hat die Wahrnehmung durchaus verändert, aber am Ende ist es halt wirklich so, ja, da oben musste irgendwie ein Stück Masse drauf und er hat schon lange, lange davor angekündigt, es wird the silliest possible. Das Wort silly, ich denke da immer sofort an dumm, aber es hat natürlich im Deutschen ganz andere... Nee, Ach Mensch. Man kann es schlecht übersetzen. Es hat auch so eine gewisse Leichtigkeit, das sich selbst Albernste, nicht so ganz ernst nehmen. Mensch, das albern. Ja. Ich habe da immer mal so Wortfindungsstörungen. Ja, albern trifft es wahrscheinlich. Ja. Irgendwie so das Albernste, was er finden konnte. Ja, Oder auch absurd. Also das Absurdeste kann man auch übersetzen. Also es ist halt so ein Mischwort im Englischen, was im Deutschen nicht ganz griffig ist. Genau. Und das hat er getan. Ja, also ich meine, wie bei so vielen Dragon, Dingen, die er angekündigt hat. Was war beim ersten Dragon-Raumschiff am Boot? Weißt du das? Nein. Nee, das habe ich nicht. In Anspielung an den Käsesketch von Monty Python. Ja. Da hat sich keiner drüber aufgeregt, weil hat halt keinen interessiert, ne? Ja, ja. Hat auch keiner mitgekriegt. So wirklich. Richtig, so viele Leute haben es nicht mitgekriegt, außer ein paar Space-Nerds, die da halt das verfolgt haben, ne? Und ja, also der Schalk saß ihm schon länger im Nacken, aber er hat es halt noch nie so öffentlich zelebriert wie jetzt. Mhm. Ja. Und ja, weil er es auch kann, ne? Also, ja, weil er es jetzt auch kann und er hat jetzt halt bewiesen, dass seine Raketen fliegen. Und er hat damit wirklich weltweit sämtlichste Raumfahrtorganisationen in Aufruhr versetzt. Also das ist fast schon wie die aufgescheuchten Hühner, wie die reagiert haben. Mhm. Vor 2 Jahren haben halt wirklich hat die ESA angekündigt, ja, wir bauen jetzt die Ariane 6 Rakete, die ist genauso gut wie die Ariane 5, aber kostet nur noch halb so viel. Dann hat in den USA die ULA, ein Zusammenschluss war von Boeing und Lockheed Martin, um Raketen zu starten, die haben angekündigt, ja, wir bauen jetzt die Vulkan-Rakete, die wird halb so teuer wie die Atlas-Rakete, aber genauso gut. In Japan will man jetzt von der H2 zu H3 Rakete gehen und da sagt man, die wird genauso gut wie der H2 und die kostet nur halb so viel. Irgendwie alle im gleichen Jahr. Es wiederholt sich so ein bisschen, ne? So ungefähr. Also die haben es nicht ganz direkt so gesagt, aber es läuft halt wirklich genau darauf hinaus, dass man ganz ähnliche Technik benutzt, das irgendwie durch irgendwie Details halt ersetzt. Also die Ariane 6 Rakete hat halt ein vereinfachtes Vulkan-Triebwerk und ein Oberstufentriebwerk, das jetzt seit gerade mal 20 Jahren in Entwicklung war, wird dann endlich mal benutzt. In den USA wird das russische Triebwerk ausgetauscht durch ein amerikanisches. Ist erwähnenswert, die wichtigste amerikanische Rakete fliegt mit einem russischen Haupttriebwerk. Auch interessant, ne? Aber das ist auch eine Sache, das wird unterschätzt ganz häufig. Ja. Insbesondere die NASA hat immer von den Anbietern, die beste Qualität zu einem guten Preis anbieten, Sachen gekauft. Das ist auch der Grund, warum auf dem aktuellen Mars Rover ja auch Komponenten aus Deutschland mit verbaut worden sind. Also das ist ja gar nicht so, dass es nur aus Amerika kommen darf bei der NASA. Ja, ne? Also es gibt viele Verbindungen zwischen der NASA und Deutschland, auch schon seit Ewigkeiten. Der Typ, der Lampoldshausen aufgebaut hat, der hat auch für die NASA mitgearbeitet. Und der hat dann irgendwann eine eigene Firma gegründet, übrigens in Deutschland, die orbitale Trägerraketen, OTRAG,
irgendwie orbitale Trägerraketen AG oder irgend sowas. Mhm. Die haben dann angefangen, Raketen in einem Testgelände im Kongo zu starten. Beziehungsweise damals hieß es Zaire. Dieses Testgebiet, das man dort gepachtet hat, war so ungefähr so groß wie die damalige DDR. total krasse Geschichte eigentlich, ja. Endete dann irgendwie, weil die halt letzten Endes, das technische Konzept war nicht ausgereift, also nicht einfach nur nicht ausgereift, das funktionierte nicht, das konnte nicht funktionieren, rein mathematisch nicht. Und irgendwann ging der dann nach Libyen und hat Raketen für Gaddafi gebaut. Und der hat echt Glück, dass er das Ganze überlebt hat am Ende. Der ist erst letztes Jahr gestorben. Abenteuerliche Geschichte. Allein, ja, wirklich so eine Räuberpistole. Ja, ja, es gibt noch ganz andere Räuberpistolen. ein Typ, ich glaube, Name ist Gerald Bull oder so. Ihr habt ja öfters mal von HARP gehört, ne? Ja, ja, na klar. Es gibt noch ein anderes HARP-Projekt mit nur einem A. Mhm. Das ist irgendwie High Altitude irgendwas. Und das bestand im Wesentlichen daraus, dass man eine Kanone genommen hat, weil irgendwie Schlachtschiffe hat man ja im Zweiten Weltkrieg zum letzten Mal benutzt und dann hatte die Marine der USA jede Menge alte Kanonen und Schiffsgeschütze und so weiter rumliegen. Und was der gemacht hat, ist, er hat so ein Kanonenrohr genommen, das Ding nochmal verlängert und Projektile reingebaut, die ganz besonders leicht sind, sodass sie möglichst schnell da oben rauskommen und hat die Dinger ins Weltall geschossen. So auf 200 Kilometer Höhe oder so und ist dann wieder zurückgekommen. Nicht so schlecht. Ja, der wollte Projektile bauen, die dann eigentlich Raketen sind und dann auch mal in Orbit reinzukommen. Das hatte nie geklappt und na, irgendwann ja, hat er halt für seine Entwicklung kein Geld mehr gehabt und dann ist er in den Irak gegangen. Und hat, und hat dann für Hussein angefangen, Kanonen zu bauen. Projekt Babylon oder irgend sowas war das? Mhm. Der hat das nicht überlebt. Okay. Von den wilden Männern und ihrer Rakete mal die wieder. Die tollkühnen Männer und ihre Fliegen. Genau, mal wieder wegzugehen. Der Blick in die Kristallkugel. Wie siehst du so die Zukunft der Raumfahrt? Was wären so deine Prognosen für die nächsten Jahre? Was wird sich tun in dem Feld? Hast du da eine Idee? China wird ganz groß. Jetzt dieses Jahr. Mhm. Also die haben jetzt angekündigt, dieses Jahr 40 Raketen zu starten. Das ist, in kleinen historischen Maßstäben ist das immer noch nicht viel, ne? Wir erinnern uns an die 60 Sojus-Raketen alleine. Mhm. Ja gut, aber immerhin. Letztes Jahr sind weltweit 90 Raketen gestartet. Wenn China dann jetzt die Ansage macht, ja, nächstes Jahr von uns 40, dann ist das schon was. Und das ist eine realistische Ansage auch. Also das ist nicht so, dass die. Also die haben ja jetzt schon irgendwie 3 oder 4. Die haben ganz gut vorgelegt. Großes Problem mit China ist natürlich, dass viele von den Raketenstartplätzen, die die haben, im Landesinneren sind. Und es gibt dann immer so lustige Videos, wie irgendwelche Raketenstufen auf irgendwelchen Bauernhäusern landen und sowas. Oder auf Straßen oder sonst irgendwas. Bis jetzt ist noch niemand gestorben. Immerhin irgendwas Gutes kann man darüber sagen, aber es gibt da wirklich nur Gutes im Schlechten und nichts Gutes an sich. Also darüber, über diese Tatsache zu sagen. Wir haben jetzt einen neuen Raketenstartplatz in Wentang. Unten im Süden gibt es so eine Insel, die sieht so ähnlich aus wie Taiwan, ist aber nicht Taiwan, sondern Hainan. Hainan ist die südlichste Provinz von China. Und das, was der Teil von China, der am nächsten am Äquator ist, und das hilft halt beim Starten von Raketen. Und da haben die einen neuen aufgebaut und da gibt es das Problem dann nicht mehr. Und da starten jetzt auch so die neueren Raketen von dort aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob die planen, das mal irgendwann komplett umzustellen und wie viel da umgestellt wird und so weiter und so weiter. Also China wird groß. Ja. Was wäre so deine Prognose für die Vereinigten Staaten? Was tut sich da? Das ist derzeit absolut dominiert erstmal von SpaceX. Was als nächstes natürlich kommt, ist Blue Origin. Da muss man gucken.
Nominell müsste man sagen Rocket Lab USA, aber Rocket Lab USA ist gegründet worden von ein paar Neuseeländern, die einen Auftrag gekriegt haben von auch wieder US Marine oder irgend sowas, eine Rakete zu entwickeln. Mhm. Die haben dafür Geld gekriegt und dafür brauchten sie halt einen Firmensitz in den USA. Ne? Also eigentlich ist das eine neuseeländische Firma und die machen auch alles in Neuseeland und die starten auch in Neuseeland und sind jetzt im Januar zum ersten Mal erfolgreich geflogen mit ihrer kleinen Rakete, der Elektron-Rakete. Was man über Raketentriebwerke mal sagen sollte. Wenn man an einen normalen Automotor denkt, denkt man so, ja, Benzinpumpe. Ja, okay, ist halt dran, ist jetzt nichts Besonderes. Beim Raketentriebwerk ist die Benzinpumpe sozusagen das Ding schlechthin, weil das hat richtig böse viel Leistung und braucht es auch, weil man muss halt gegen sehr viel Druck anarbeiten. Und je nachdem, was für eine Rakete du hast, werden teilweise hunderte Kilo pro Sekunde oder sogar Tonnen pro Sekunde in einem Triebwerk verbrannt. Und das muss halt alles erstmal in das Triebwerk rein. Mhm. Ich glaube, bei der Saturn 5 Stufe, also bei der untersten Stufe waren es, glaube ich, 3 Tonnen pro Sekunde oder so. Und das bei 5 Triebwerken oder ja, so. Ja, genau. Das ist schon ganz ordentlich, Das ist schon ganz ordentlich, ja. Und die machen das halt mit einem Elektromotor. Und das ist so die kleinste gängige in Serie gebaute Rakete, die es derzeit gibt. In Japan haben die noch eine ganz kleine Höhenforschungsrakete gebaut und damit einen sehr kleinen Satelliten jetzt gestartet, aber ist scheißegal. Die haben unten letzten Endes eine elektrische Leistung alleine für die Benzinpumpen, die der Größenordnung entspricht von 3 Formel-E-Rennautos. Okay. Und wenn du ein richtig großes Triebwerk hast, das dann auch noch viel höhere Drücke im Inneren hat, dann hast du mal eben sowas wie 170 Megawatt. Also das leistungsstärkste Triebwerk derzeit hat halt Pumpen mit 170 Megawatt. Da bist du jetzt schon in Größenordnungen, die hast du normalerweise in einem größeren Kraftwerk. Mhm. Was dann halt mal eben für ein paar Minuten dann dieses Triebwerk da antreibt. Das ist schon richtig böse. Das ist schon ordentlich, ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das explizit erwähnt haben, weil du hast vorhin nochmal Blue Origin genannt, für alle, die das vielleicht nicht wissen. Ach so, das sollte man sagen, ja, das genau. ist von dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Genau. Weil das neue Spielzeug unter Milliardären ist halt, wir bauen die eigenen, Blue Origin ist schon etwas älter, aber ist halt, ja, es gibt eine ganze Menge von Raumfahrtfirmen, die von irgendwelchen reichen Leuten aufgebaut wurden, so Masten Space Systems und gibt so viele, jede Menge jedenfalls. Was wir in Amerika auch sehen, jede Menge kleine Firmen. Viele, viele kleine Dinge, die irgendwie an irgendeiner kleinen Rakete basteln. Teilweise auch in Europa, also ist so ein weltweites Phänomen, auch in China gibt es so kleine Klitschen, diverse. Eine, die mir ins Auge gefallen ist, ist Linkspace. Die bauen letzten Endes sowas ähnliches wie eine Falcon 9 Rakete plus in ganz klein. Die dann vor allen Dingen auch landen soll. Wenn man sich die Elektron-Rakete von Rocket Labs anguckt, die sieht auch aus wie so eine Modellausgabe von der Falcon 9 Rakete. Hat auch unten 9 Triebwerke dran. Ist schon ganz lustig. Das ist doch auch gar nicht schlecht, wenn der Markt dann auf diese Art und Weise belebt wird, ne? Also viel Konkurrenz wird den Fortschritt ja sicherlich fördern können. Konkurrenz belebt das Geschäft, aber so groß ist der Markt nicht. Deswegen sage ich ja, also die werden irgendwann sterben, wie die Taufliegen. Die ganzen Bis auf Firmen, die sich dann wirklich etablieren und durchsetzen. Ne? Wie sieht es für Europa aus? Jetzt haben wir China gehabt, wir haben Amerika gehabt, Russland. Also es gibt auch ein paar Private in Europa. Ich denke so an Zero to Infinity. Ich bin sehr gespannt, ob daraus was wird. Einfach, weil es ein richtig cooles Konzept ist. Das heißt nicht, dass es klappen wird, aber es klingt ist ein auf jeden cooles Fall Konzept. Die hängen praktisch eine Rakete an einen Ballon, an einen Höhenballon dran, lassen den auf 20, 30 Kilometer Höhe aufsteigen und starten dann von dort aus. Was einfach nur cool aussieht, weil die Rakete braucht nicht irgendwie aerodynamisch zu sein und sieht letzten Endes aus wie 3 Rettungsringe ineinander gestapelt. ich wünsche denen alles Gute einfach nur, weil es cool aussieht, aber naja, das ist nicht so unbedingt das Kriterium. Es gibt noch ein paar andere, da kenne ich jetzt aber den Namen nicht. Natürlich spielst du auf die ESA an. Das wird schwierig. Die haben ein sehr schweres Brot vor sich.
Weil letzten Endes kann die Ariane 6 nicht wirklich mit irgendwie Falcon 9 oder Falcon Heavy langfristig mithalten. Hm. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die erst 2020 zum ersten Mal fliegen soll und 2022, 2023 dann irgendwie komplett übernehmen wird. Die ist letzten Endes auf dem technischen Stand, auf dem die Ariane 5 Rakete vor, also ungefähr 20 Jahre davor hätte sein sollen. Hm. Was soll ich sagen? Man hat sehr viel Geld investiert, um die jetzt etwas günstiger herstellen zu können. Aber technisch, ja, es ist halt das Problem. Du hast die Seitenbooster, Feststoffbooster, was die eine Technologie ist. Dann hat man in der Mitte das überarbeitete Vulkan-Triebwerk mit den entsprechenden Tanks, was die nächste Technologie ist. Dann hat man obendrauf, wie heißt das Triebwerk? Verdammt, egal. Hat einen Namen. Ich komme gerade echt nicht drauf. Ich kann ja mal nebenbei spicken, red mal weiter und dann gucke ich mal. Es ist schlimm. Nee, es ärgert mich bloß gerade, weil mich. Ja, klar. Ja, egal. Es ist schon spät zum Zeitpunkt der Aufnahme und genau. Du hast ein paar kurze Nächte hinter dir, so wie ich das verfolgt habe. Genau. Also, definitiv. Ich wünsche denen alles Gute, aber die müssen jetzt wirklich zusehen, dass sie mal zu Potte kommen mit der Entwicklung von neuen Technologien. Die entwickeln gerade ein neues Triebwerk namens Prometheus, das mit Methan angetrieben wird. Letzten Endes basierend auf der Technologie von Triebwerken, die man in Lampolzhausen schon seit einer halben Ewigkeit testet, die ursprünglich mal vorgesehen waren für ein Raketenflugzeug, das man in Kooperation mit Japan entwickeln wollte. Nur, dass man diese Triebwerke dann halt letzten Endes nie benutzt hat, weil dieses Raketenflugzeug natürlich auch nie existierte. Es gibt jede Menge Forschungsprojekte, die irgendwie von DLR und von der ESA und von sonst wem angestoßen wurden, die dann im absoluten Nirgendwo gelandet sind. Also, was ein Teil der Faszination von SpaceX ist, ne? Also Leute, die bei SpaceX arbeiten, die können sich ziemlich sicher sein, wenn ich jetzt hier gerade an einem neuen Triebwerk arbeite, dann wird das irgendwann mal ernsthaft fliegen. Das ist der absolute Ausnahmefall, wenn man für die NASA oder für die ESA arbeitet. Ja, noch nicht so drüber nachgedacht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass das die Leute so glücklich macht. Ja. Ich habe jetzt hier gefunden ein Astus-Triebwerk. Nein, kann das sein? Halt nicht. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Das war der Grund, weshalb mir die ich gucke jetzt mal kurz selbst. Sonst habe ich noch ein HM7B, könnte ich noch anbieten. Das HM7B ist das von das Vinci-Triebwerk. Irgendwas mit V war es. Vinci, okay. Vinci heißt es, ja. Wird in der allwissenden Wikipedia übrigens schon als gestrichen geführt. Für die Ariane 5. Genau. Soll in der Ariane 6. Die Ariane 5, genau. Oh ja, genau. Soll jetzt in die Ariane 6 kommen. Das HM7-Triebwerk, HM7B, hat eine lange Geschichte. Das HM7 ist mit der Ariane 1 geflogen. Das HM7B ist mit der Ariane 2 und 3 geflogen schon. Und mit der Ariane 4 und mit der Ariane 5. So heißen, das Ding ist jetzt über 30 Jahre alt. Das Ding ist mindestens so alt wie ich und es ist nicht die neueste Technologie und es war damals schon bemerkenswert einfach aufgebaut. Also eine tolle, also wirklich eine sehr pragmatische Lösung damals, ne? Muss man einfach sagen. Also Ariane 4 hat man einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt total pragmatisch, so einfach wie es irgendwie geht. Hauptsache, das funktioniert jetzt und wir haben nicht wieder so einen peinlichen Verrecker wie die Europa-Rakete. Und da war wirklich irgendwie Leidensdruck, ne? Und das hat wirklich die Leute angespornt, erstmal zu sagen, Hauptsache, das Ding funktioniert möglichst gut und möglichst einfach und klappt halt. Ja. Das war dann halt sehr schnell vorbei. Dann sind die Träume halt sehr schnell in den Himmel gewachsen und man wollte halt ein eigenes Mini-Space-Shuttle und sonst was haben. Und naja, das ist nicht so gut geendet. Nee. Das ist mit den Freunden aus Osteuropa, also sprich Russland dann am Ende, wenn er noch weitergeht. Ja, Russland. Russland. Russland hat jetzt gerade ein sehr schweres Jahr hinter sich. Die haben die Proton-Rakete war sehr unzuverlässig. Die haben immer wieder Zuverlässigkeitsprobleme.
Wenn ich spekulieren darf, woran es liegt, wahrscheinlich ist die letzte Ingenieursgeneration, die noch zu Sowjetzeiten während der Hochzeiten aktiv war, jetzt endgültig in Ruhestand gegangen. Mhm. Schätze ich mal, irgend sowas wird es wohl sein. Es gibt da, es ist doch relativ auffällig, was für Probleme in letzter Zeit so auftauchen. Mhm. Die wollen die Sojus-Rakete jetzt endgültig ersetzen durch eine verbesserte. Und jetzt vor kurzem kam auch rein, dass von per Ordre de Mufti beziehungsweise per Ordre de Putin beschlossen wurde, es soll eine Schwerlastrakete gebaut werden bis 2028. Ich habe noch niemanden gesehen, der sehr optimistisch bei diesem Zeitplan ist. Mhm. Man wird sehen. Mhm. Die müssen halt jetzt gucken, die sind durch SpaceX sind die wirklich nicht mehr so konkurrenzfähig, wie sie früher mal waren. Früher war es halt immer so, dass die gesagt haben, ja, unsere Rakete ist vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie eure, aber sie ist billig. Mhm. Und das ist jetzt halt nicht mehr. Mhm. Das heißt, Elon Musk hat mit SpaceX einiges einfach verändert jetzt, ne? Ja, klar. Also viele Menschen, einfach bloß, weil ich großer Fan der indischen Raumfahrt bin, möchte ich die mal kurz erwähnen. Ja, gerne. Indien hat tatsächlich ein gut gehendes Raumfahrtprogramm. Wir waren letztes Jahr tatsächlich in Indien, da gibt es tatsächlich richtig viel Forschung und auch gute Wissenschaftler. Also insofern. An der Uni in Chandigarh haben sie darüber gesprochen auch, ja, ne? Ja. Also das ist echt okay, spannend. Also ich wollte bloß mal darauf hinweisen, die haben ein gut gehendes Raumfahrtprogramm, das auch eine ziemlich zuverlässige Rakete entwickelt hat. Es gilt noch nicht für alle Raketen. Mhm. Interessant. Die Geschichte sich anzugucken, davon ist auch interessant. Also die haben die ersten Scout-Raketen damals von den USA bekommen. Mhm. Haben auch die Pläne angefragt und haben die auch bekommen und dann hieß es, ja, aber wehe, ihr benutzt die, um irgendwie Atombomben damit zu tragen. Weil ja. Die Scout-Rakete, die erste Stufe der Scout-Rakete und auch die zweite Stufe ist letzten Endes eine Interkontinentalrakete gewesen. Mhm. Ah, okay. Man kann sich vorstellen, wie effektiv dieser Wink mit dem Zaunpfeil war, ne? Mhm. Irgendwie 4 Jahre später wurde dann die erste indische Atombombe getestet. Ne? Smiling Buddha, ne? Aus Indien ist ein bisschen was zu erwarten. Mhm. Ein bisschen was. Die haben jetzt eine relativ große Rakete gebaut, also nach internationalen Maßstäben. Sie ist zwar schwer, aber nicht sehr effizient. Ich mag einfach die indische Technik, was soll ich sagen. Mhm. Ich mag den Ansatz, den die dort verfolgen, weil die werden langsam etwas unabhängiger von anderen Leuten. Klar, die benutzen tatsächlich das Viking-Triebwerk, das in der Ariane 4 noch benutzt wurde, eine indische Version davon, weil damals bei der Entwicklung des Viking-Triebwerks waren indische Forscher in Frankreich mit dran beteiligt. Ach. Mhm. Ja, und irgendwie gibt es da eine relativ enge Verbindung damit und deswegen fliegen letzten Endes Triebwerke einer europäischen Rakete auch in Indien mit indischen Raketen. Es gibt auch diverse Verbindungen nach Deutschland und so und auch sehr viel Kritik, dass man da Militärtechnik ausgeplaudert hat und sowas. Hm. Frank, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch mehrere Stunden weitermachen. Wir haben noch nicht gesprochen über die Chinesen. Na gut, Chinesen haben wir gesagt. Genau. Japan, ja, letzten Endes, ne, ist halt immer so ein bisschen Hightech, immer so Orchideen-Technologien, die dort benutzen. Bin gespannt. Ich sehe da jetzt gerade nicht sehr viel Spannendes, was dort passiert. Kann sein, dass ich mich da irre. Wenn ich mich irre, dann liege ich halt falsch. Ne? Wer jetzt sagt, das ist alles total spannend, da würde ich gerne noch mehr drüber hören und würde gerne noch viel mehr Nitbits zu Raumfahrt und auch zu Raketentechnologie hören, dann können wir einfach sagen, wir verweisen nochmal, wir haben am Anfang des Interviews schon darüber gesprochen, auf den Countdown-Podcast, inzwischen 65 Folgen erschienen. Und irgendwie habe ich mal gelesen, konzeptionell immer eine lange und eine kurze Folge. Ist das noch so? Oder das ist war das ganz, ganz, ganz am Anfang so. Ah, okay. Und dann haben wir gesagt, das wird zu viel. Mhm. Es sind also dann eher lange Folgen. naja, wir haben uns so eingependelt auf um die 2 Stunden. Ja,
Das heißt also 65 Mal, ja, jetzt gibt es ein paar kürzere Folgen am Anfang, rechnet es euch selber aus. Auf alle Fälle eine ganze Menge Material, wo es um das Thema Raumfahrt geht, Countdown-Podcast und wie gesagt verlinkt. Und da kann man dann noch viel mehr von Frank hören mit seinem Podcast-Partner in der Sendung. Relativ regelmäßig schreibe ich auch für golem.de. Das ist so der, das sind die Leute, die mir das meiste Geld geben. Und da kann man dann halt auch öfters mal von mir Artikel lesen. Werden wir auch verlinken. Genau, toller Artikel jetzt auch zum Testflug der Falcon Heavy. Also. Ja. Also ich bemühe mich. Ich hoffe immer, dass es gut ankommt. Die Kommentare sprechen dafür. Ich bin nicht immer ganz so zufrieden mit dem, was ich mache, aber naja, wie es halt so ist. Ne? Man ist selber ja immer eigentlich sein größter Kritiker oder viele Menschen. Ja, sind so. Besser als wenn es gar keinen mehr gibt. So ist es. So ist es. Frank, dann danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit, für diesen Einblick nochmal, auch die Einordnung in die Veränderung in der Raketentechnologie. Und wenn dann die indische bemannte Raumfahrtrakete das erste Mal fliegt, dann können wir ja mal wieder mit dir ein Special machen. Spätestens. Und dann über die wunderbare indische Raumfahrt nochmal sprechen. Vielen Dank. Das ist kein Scherz. Also ich habe da irgendwie, ich denke mir immer so, Mensch, wenn in Indien mehr Dinge so betrieben würden wie die Raumfahrt dort, dann würde es dem Land besser gehen. Also ich habe da durchaus so meine Kritik an Indien, was den Rest angeht. Aber ich weiß nicht, irgendwie haben die da Welpenschutz, was die Raumfahrt angeht. Ich mag das einfach. Ich gucke das sehr, sehr gerne an, was die da machen. Okay. Gut. Danke dir. Bis demnächst mal irgendwann. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an Frank für dieses tolle Interview. Ihr habt es ja schon gehört, also seinen eigenen Podcast findet ihr bei uns in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann reinhören, wenn euch das jetzt noch nicht genug war. Und wir hoffen, mit dieser Folge ein wenig den Blick geschärft zu haben und tatsächlich mal darüber zu sinnieren, ob Rocket Science tatsächlich Rocket Science ist. Das war ja auch eine überraschende Antwort, die wir da gehört haben, dass dem eigentlich nicht so ist. Und, auf jeden Fall ein absolut spannendes Thema. Ich finde es absolut faszinierend. Ja, und so auch der globale Rundumblick mal, was ihn vielleicht demnächst in den nächsten indische Raumfahrt, ne? Dekaden tun wird. Genau, das besondere Steckenpferd von Frank. Und natürlich wollen wir jetzt nochmal aufklären, ob die Hoaxmistress euch Quatsch erzählt hat oder nicht. Also ob Pluto seinen Planetenstatus zurückbekommen hat oder nicht. Die Auflösung. Ja, wenn dieser Podcast mit Bild stattfinden würde, dann würde man jetzt eine Träne in meinem Knopfloch sehen. Ich muss nämlich leider verkünden, dass die Geschichte von Pluto, der nicht mehr Zwergplanet ist, sondern wieder ein Planet, ein vollwertiger, leider ein Hoax ist. Das Ganze ist tatsächlich durchs Netz gegeistert und hat natürlich auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufs Glatteis geführt, hat aber seinen Ursprung nicht bei der Internationalen Astronomischen Union, sondern auf der Seite futurism.com. Die haben mal irgendwann einen April-Scherz gemacht und haben einen Artikel darüber geschrieben, dass Pluto wieder Planet sei, haben dann natürlich weiter unten so einen Disclaimer gesetzt natürlich auch ganz deutlich geschrieben, dass es sich da um einen Artikel am 1. April handelte, also irgendwie nicht ganz ernst zu nehmen. Aber wie das oft ist bei solchen April-Scherzen, das verselbstständigt sich dann irgendwann und taucht wieder aus der Versenkung auf und wird dann als Nachricht gehandelt. Wer aber mal auf die Seite der Internationalen Astronomischen Union schaut dieser Tage, der wird da vielleicht eine Pressemitteilung noch finden, nach der einige Features, also einige Merkmale auf der Oberfläche des Pluto-Zwergplaneten gerade benannt worden sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei dieser Behörde auf die Seite zu gucken in regelmäßigen Abständen. Die klassifizieren halt solche Himmelskörper und benennen sie. Und es ist sicherlich ganz spannend, da mal reinzuschauen.
Und unabhängig vom Status muss man natürlich sagen, dass mit der New Horizon-Sonde, die zum Pluto geflogen ist, einfach auch faszinierende Aufnahmen von diesem Himmelskörper entstanden sind, die ja einen ganz neuen Einblick gegeben haben. Und die Forschung ist ja immer noch dabei, diese Ergebnisse alle auszuwerten, die da angelandet sind, dann irgendwann zur Erde. Und wie gesagt, man muss gar nicht traurig sein. Pluto ist nach wie vor ein faszinierender Himmelskörper und man lernt da wieder eine ganze Menge. Und auch ein schönes Beispiel dafür, was Raketentechnologie am Ende bewirken kann, denn sonst wären New Horizon ja auch nicht zum Pluto geflogen. So ist es. Ja. Damit sind wir am Ende der 210. Episode von Huxilla und danken euch für eure Aufmerksamkeit. Danken auch nochmal ganz an dieser Stelle den Patronen, die uns unterstützen. Das ist ungeheuer hilfreich und hilft uns auch ganz viel im Management von verschiedenen Aktivitäten, die im Hintergrund stattgefunden haben. Das kriegt keiner mit, aber wir schrauben im Moment tatsächlich sehr, sehr aktiv an der gesamten Serverinfrastruktur und haben ganz viele Dinge geändert, die den Hörgenuss des Huxilla-Podcasts sicherlich steigern werden. Dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Und starten eigentlich mit ziemlich frischem Elan und vielen neuen Ideen auch in das Jahr 2018. Das ist so. Aber das haben wir öfter angekündigt und dann hat uns die Realität eingeholt. Insofern, toi, toi, toi. Wir senden, wenn wir senden, jetzt mal wieder ein bisschen schneller hintereinander und vielleicht bleibt das so. Und wie gesagt, wir danken für all das positive Feedback, was wir nach wie vor bekommen, für die vielen, vielen freundlichen E-Mails, die wir bekommen. Und demnächst werden wir auch nochmal ein Special machen und uns darum kümmern, dass die Patronen dann auch nochmal was Besonderes bekommen und auch sozusagen dann mal genannt werden, so wie das alles auf der Liste steht. Das werden wir jetzt mal wieder alles strukturierter angehen. Insofern vielen Dank allen Hörern, vielen Dank allen Unterstützern und euch alles Gute da draußen. Bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.